Landwirt Praxisvideo. Wer seinen Garten lieber genießt, als darin zu arbeiten, sollte schon bei der Anlage daran denken. Mit einfachen Tricks kann man den Garten pflegeleicht und doch attraktiv gestalten. Maria und Johann Höfler aus Buch bei Weiz in der Steiermark wollen sich in erster Linie an ihrem Garten erfreuen. Zahlreiche Tipps dazu haben sie in ihrem Buch Die Gartenschatzkiste, erschienen im Leopold Stocker Verlag, gesammelt. Grüß Gott, ich bin der Hans Höfler, der Gründer der Baumschule Höfler. Meine Gedanken und mein Lebenswerk habe ich hier in diesem Buch vereint, in der Gartenschatzkiste. Ich bin die Maria Höfler. Wir haben uns diesen Garten geschaffen und wir möchten Ihnen jetzt diesen, unseren pflegeleichten Garten vorstellen. Eine lebendige Hecke bietet nicht nur Sichtschutz, sie ist auch ein Eldorado für Singvögel. Außerdem ist der Grün- und Rasenschnitt dort gut verstaut. Damit wir es uns pflegemäßig aber leicht haben, haben wir da vorne einen sogenannten V-Gramm gemacht. Sticht man so im V hinein und füllt den mit Rinde. Da fährt man mit dem Rasenmäher so schön drüber und man muss nicht nachzwicken. Neben einem geschotterten Grillplatz, der Fettspritzer am Terrassenboden vermeidet, bietet ein ökologisch ausgeglichener Naturteich viel Zeit zur Entspannung. Wasser bedeutet für uns im Garten Labsal, Freude und Erfüllung. Darum haben wir von vornherein bei der Planung dieses Gartens einen kleinen Teich mit eingeplant. Wichtig ist im Teich, dass man etwa ein Drittel der Wasserfläche mit Grünpflanzen bestellt hat, damit ein ökologisches Gleichgewicht hergestellt werden kann. Darüber hinaus fressen Fische die Gelsenlarven. Der Nutz- und Kräutergarten sollte nahe dem Haus sein, um Wege während des Kochens kurz zu halten. Die Hochbeete sind so dimensioniert, dass Arbeiten ohne Bücken und Strecken gut möglich ist. Die Hochbeete sitzen ja ab, wenn man es zuerst randvoll macht. Dann kann man diesen Rand nutzen und mit diesem Vlies immer den Salat oder was man gerade gepflanzt hat im Frühling abdecken. Darunter entsteht ein kleines Klima, dass man den Salat früher ernten kann. Ein besonderer Leckerbissen ist der Naschgarten, in dem man vom Frühsommer bis in den späten Herbst Beeren und Obst findet. Damit die Bäume nicht gen Himmel wachsen, hat Herr Höfler einen speziellen Dreh. Eine Spezialität von mir ist der sogenannte Höfler-Dreh, den Sie da sehen und der auch im Buch beschrieben ist. Solange der Baum noch jung ist und formbar ist, nimmt man einen Pflock, am Bambusstock am einfachsten, windet den jungen, weichen Baum herum. Dadurch wird die Wuchskraft gebremst und ein Naturgesetz ist, dass Bäume, die nicht kerzengerade wachsen, also krumm sind, mehr Ertrag bringen und weniger stark wachsen. Das ist das klare Wollen bei diesen Spindelbäumen. Für die vielen Topfpflanzen nutzt Familie Höfer ein automatisches Bewässerungssystem, das einerseits Zeit spart, andererseits den Rücken schont. Das Wichtigste ist aber immer: Garten bedeutet für uns auch Erholung und Entspannung. Garten darf niemals zur Last, zur Qual werden und das muss schon bei der Anlage des Gartens bedacht werden.